Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon, es ist kein normales Video. Ich sag immer irgendwie das gleiche. Das ist immer ein kleines Infovideo oder sowas ähnliches, wenn man es so nennen kann. Und zwar Leute, vielleicht steht es im Titel, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, was ich mir da ausdenke. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, jetzt jeden Freitag wollte ich ein Yo-Jan bringen. Ihr kennt ja vielleicht das Format Yo-Jan, ihr feiert den Scheiß anscheinend. Also, die Yo-Jans kommen bei euch immer mega gut an. Deswegen, ich möchte halt dann jeden Freitag einen Yo-Jan bringen. Aber dafür brauche ich auch jeden Freitag genügend Fragen für einen Yo-Jan. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall viele Fragen mit dem Hashtag Yo-Jan jetzt da lasst und einfach auch aktiv ab und zu einfach mal unter irgendwelchen Videos. Hauptsache mit Hashtag Yo-Jan, weil sonst finde ich halt einfach nicht. Einfach mit dem Hashtag Yo-Jan irgendwelche Fragen, die euch gerade durch den Kopf gehen, einfach mal fragen. Die kann ich dann beantworten im Video. Da wird nämlich jeden Freitag ein Hashtag Yo-Jan kommen und das wäre einfach mega nice. Das heißt, es ist gut für euch, es ist gut für mich, es ist gut für alle, Digga. Also Leute, wenn ihr das wollt, auf jeden Fall die Kommentare voll machen mit Hashtag Yo-Jan fragen und dann kommen öfter Hashtag Yo-Jans. Heißt das Yo-Jans oder Hashtag? Ach, egal. Bis jetzt habe ich ja zwei Yo-Jans und die sind ja bis jetzt mega abgegangen, Digga. Also davon will ich mehr machen und die Yo-Jans machen mir auch immer übel Spaß. Also stellt mir gerne Fragen in die Kommentare. Ein weiterer Punkt, der mir auch durch den Kopf gegangen ist, ihr könnt mir auch gerne mal Feedback zu meinen Videos da lassen, weil es würde mich ja echt interessieren. Also einfach mal in die Kommentare schreiben, so, was kann ich in meinen Videos besser machen, was für Videos soll ich überhaupt machen und alles mögliche. Einfach irgendwie Feedback, einfach so, was ihr halt einfach besser machen würdet oder was ihr mir so vorschlagt oder was ich schon gut mache. Einfach mal, um so zu reflektieren, wie ich meine Videos mache, weil ich möchte natürlich meine Videos auch steigern, aber dafür muss ich auch wissen, was ich nicht so gut mache, um mich dann darin zu steigern. Ergibt Sinn. Und was mich natürlich auch interessieren würde, weil ich mich schon echt oft gefragt habe, ist, um welche Uhrzeit ich meine Videos eigentlich bringen soll, weil da bin ich echt nicht sicher, weil ich habe sie zwischenzeitlich um 14 Uhr gebracht. Dann mal um 15 Uhr, dann mal um 18 Uhr, dann zeitlang so um 19 Uhr oder um 20 Uhr. Ich weiß ja nicht, wann die beste Zeit für euch ist, dass ich die Videos halt rausbringe, weil ihr müsst die Videos ja dann auch sehen, weil wozu mache ich sie dann sonst? Ihr könnt einfach mal jetzt oben rechts, das müsste hier sein, könnt ihr einfach mal abstimmen, um welche Uhrzeit für euch am besten ist, dass ich ein Video bringe. So, ne, damit ich halt weiß, wann ich Videos bringen soll. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare ein paar Videoideen schreiben, weil ich bin einfach nur ein Typ. Ich habe nicht so viele Ideen. Irgendwann habe ich auch keine Ideen mehr. Also ich habe momentan noch recht viele Ideen. Ich habe mir auch wieder ein bisschen Zeit genommen, ein bisschen überlegt, was ich so machen kann. Aber ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, auf was ihr Bock habt. Und wenn dann eine gute Idee kommt, dann verlinke ich auch einen Kommentar oder so. Soll ich das mal machen? Das wäre eigentlich ganz schlau, dass ich mal so Kommentare mal vor dem Video verlinke. Aber da muss immer so ein cooler Hashtag sein. Muss ich mir überlegen. Irgendein coolen Hashtag. Aber ihr könnt das Video auch gerne teilen, eure Freunde oder so. Eure Freunde sollen dann auch ein Hashtag Yo-Jan schreiben, damit ich Yo-Jans machen kann. Jeden Freitag. Ich weiß nicht, wie viel Uhr. Es wird noch irgendwie kommen. Aber ihr habt das wahrscheinlich so oder so alle Glocke aktiviert, weil ihr Ehrenmänner seid. Deswegen wird das schon irgendwie passen. Auf jeden Fall, Leute, das waren jetzt mal ein paar Facts oder Sachen, die ich einfach mal gefragt haben wollte oder mal raushauen wollte. Das war auf jeden Fall ein etwas kürzeres Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr könnt gerne liken, Abo da lassen. Ihr könnt das Video gerne teilen. Und da würde ich an dieser Stelle sagen, danke fürs Zuschauen. Das war's für ein Video heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Ich mache bald wieder Livestreams. Das sage ich immer. Ich werde so oder so keine Livestreams machen. Ich versuche es auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.